Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2. Ja, aber nicht mehr zu Shadows of Am, sondern zu Throne of Baal. Ja, wir haben es in die Erweiterung geschafft. Und deswegen bin ich auch im Hauptmenü. Am Ende von der letzten Folge von Shadows of Am haben wir zwar bereits das Intro von Throne of Baal gesehen. Ja, jetzt sage ich den deutschen Titel, also Throne of Baal. Ich möchte aber mit euch hier an dieser Stelle nochmal ganz neu anfangen mit dem Add-on. Also mit der Einführung vom Add-on, weil wir jetzt hier direkt ins Add-on gehen. Ihr werdet das dann nachher wahrscheinlich auch an den, oder jetzt wahrscheinlich schon an den Thumbnails dann gemerkt haben, dass die ein bisschen anders aussehen als die von Shadows of Am. Weil wir statt Johnny Renikus jetzt jemand anderen sehen werden. Aber gut, soviel zum Vorgeplänkel. Was ich mir noch überlegen werde, was ich noch dazu sagen möchte jetzt, ist, ob ich für Throne of Baal eine extra Playlist anlegen werde oder ob ich alles in Shadows of Am reinstopfen werde. Also die Folgennummer wird einfach weiter durchnummeriert, damit man da nicht durcheinander kommt. Aber ob ich dann eine zweite Playlist machen werde, das werde ich sehen. Auf jeden Fall wird man es an den Thumbnails merken, wann Throne of Baal dann wirklich anfängt. Ja, gut. Oder angefangen hat. Dann steigen wir jetzt mal ein in Throne of Baal mit nochmal dem Vorspann. Und dann sehen wir uns dort im Hauptmenü wieder. Also bis gleich. Der Fürst des Mordes wird vernichtet werden, doch mit seinem Tod zeugt er das sterbliche Nachfahren. Und Chaos wird über die Welt hereinsprechen. So sprach der Weise Alondo. Es gibt keinen Frieden für ein Kind von Baal. Diese bittere Lektion habt ihr wieder und wieder gelernt, als alle, die euch nahe standen, leiden mussten, aufgrund eures Erbes. Als John Irenicus starb, keimte in euch die Hoffnung auf etwas Frieden auf. Doch die Gefahr folgt euch wie eine Seuche. Die Zeit der Prophezeiung ist gekommen. 5 mächtige Abkömmlinge Baals haben sich erhoben und führen ihre Armeen gegen die Schwertküste. Sie metzeln ihre schwächeren Geschwister und zahllose Unschuldige gleichermaßen dahin in einer gewaltigen Woge der Vernichtung. Wie ein Buschfeuer breitet sich die Panik vor den Armeen der 5 aus und jeder, der auch nur im Verdacht steht, ein Kind Baals zu sein, wird verstoßen und verachtet. Selbst in Suldanessalar verdichtet sich das Unbehagen, das man in eurer Gegenwart immer empfand, schnell zu Angst. Königin Elysim beschwört euch, einen heiligen Hain aufzusuchen, wo das Orakel der Vorväter vielleicht etwas Licht auf euer weiteres Schicksal werfen könnte. Ihr fragt euch, welche Rolle ihr in dieser gefürchteten Prophezeiung spielt und wie lange es dauern mag, bis ihr Eintreffen eure Seele verschlingt. Nur eine einzige Tatsache scheint unumstößlich. Solange niemand auf Baals Blutthron sitzt, kann nur einer regieren. Das Chaos. Oder wir machen den Thron einfach kaputt. Ja, das war nochmal das Intro. Das habt ihr auch in der letzten Folge gesehen, weil ich nicht gewusst habe, dass das so sauber übergeht. Aber ja. Wir kommen zu Baldur's Gate 2, Thron des Baal, der Erweiterung zu Baldur's Gate 2, Schatten von Am, die das letzte Kapitel in der Saga um das Kind Baals darstellt. Die Erweiterung führt die Geschichte von Baldur's Gate 2 Schatten von Am fort und schließt an die dortigen Ereignisse an. Es gibt neue Gebiete auf einer neuen Weltkarte zu erforschen, darunter auch das riesige Verlies der wachenden Festung. Um Baldur's Gate 2 TDB zu spielen, müsst ihr Baldur's Gate 2 es Schatten von Am nicht fertig gespielt haben. Aber sobald ihr die Erweiterung in Angriff genommen habt, könnt ihr die Gebiete aus Schatten von Am nicht mehr betreten. Ihr könnt Rundes Ball beginnen, indem ihr euren Hauptcharakter oder eure ganze Gruppe aus Schatten von Am übernehmt oder indem ihr einen völlig neuen Hauptcharakter erschafft. Klickt auf Text nicht wieder anzeigen, um dieses Fenster zu schließen. Es wird dann bei weiteren Starts des Programms nicht mehr eingeblendet. Ja. So, damit sind wir jetzt im Hauptmenü von Rundes Ball. Ich guck mal kurz. Hintergrundgeräusche kann ich leider nicht einschalten, schade. Alles andere müsste aber doch immer stimmen.
Ja, automatische Pause und so weiter. Gut. Ja, wir haben jetzt die Videosequenz gesehen, die in Tor des Bals einführt. Ja, Einführungsvideo Tor des Bal. Und werden jetzt bereit, unseren Spielstand, den ich das letzte Mal angelegt habe, also LP001, weil wir ja jetzt im Safe Order von Tor des Bal sind, habe ich wieder mit 1 angefangen, wieder loszulegen. Ja, 92 Tage haben wir gebraucht, um Schatten von Am abzuschließen. Wir könnten theoretisch aber auch einen Spielstand importieren. Klicken wir mal da drauf. Und hoffen, dass sich das Spiel jetzt nicht aufhängt. Ah, tut es nicht. Genau, hier waren wir halt ja, mit 51 Safe Games durch. Und hier hatte ich den Quicksave halt gemacht. Ach, 91 Tage und 21 Stunden. Wir haben also doch einen netten Zeitsprung gemacht. Naja, okay, vor einem halben Tag. Was wir auch machen könnten, wäre ein neues Spiel anfangen. Da hätten wir wahrscheinlich die Möglichkeit, unseren Charakter zu importieren, genau. Gespeichertes Spiel könnte ich importieren. Ja, zum letzten Akt. Das wären hier unsere Spielstände. Ich könnte aber auch nur die Spielfigurdatei, also... Ach, das sind die Charaktere aus dem... Ja, das sind die Charaktere aus dem Hauptspiel mit all ihren Stats, die sie damals noch hatten. Nee. Wir brechen ab. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen, wie man das so machen könnte in Tor des Bal. Also, wenn wir einen Charakter aus Baldur's Gate 1 übernehmen wollen, direkt so, dann müssten wir... Können wir nur den Charakter importieren. Bei einem Charakter aus Baldur's Gate 2 müssen wir den Spielstand importieren. So, hier. Wir laden jetzt aber erstmal das Spiel. Da wir ja hier noch unsere ganze Gruppe haben. Mit all ihrer Ausrüstung und allem. Stats und so weiter. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. So, wir sind in Kapitel 8. Ja, was steht denn hier? Irenikus in der Hölle. Ich bin Irenikus ungewollt in die Hölle gefolgt, da die gebunden durch meine Seele, die er in sich trägt. Wir sind weder vollkommen im Bech noch vollkommen tot, aber beide haben wir Macht über dieses einst von Bal regierte Reich. Ich habe mir selbst Prüfungen gestellt, Prüfungen, die mich dazu brachten, mich selbst besser kennenzulernen und mich näher zu meiner Seele brachten. Und ich habe sie gefunden. Sie befindet sich im Körper von Irenikus, der sich auf meine Ankunft vorbereitet hat. Wir sind hier gleichgestellt. Ich hoffe nur, dass ich genug Macht besitze, eben meine Seele ein für alle Mal zu entreißen. Ich habe das Gefühl, ich sollte die Wahl des Dämon beachten. An den Tränen des Wahl kann man sich auch stechen. Hoffentlich werden sie alle auf Irenikus und nicht auf mich einstechen, denn ich muss jeden Vorteil nutzen, den ich bekommen kann. Ja, siebtes Kapitel haben wir nichts mehr. Die ganzen Sachen können wir halt nicht irgendwie abschließen. Was steht denn noch im Tagesbuch? Die Information, die mir Ella, der Anführer der Elfenarmee, gegeben hat, war ein wichtiges Puzzlestück, um das Rätsel namens Irenikus aufzuklären. Offenbar waren der Magier und seine Schwester als Elfen, das kennen wir schon. Irenikus versuchte unter den Göttern zu wandern, indem er dem elfischen Baum das Leben die Macht Baum des Lebens die Macht stahl. Ich habe ihn gestorben und als er noch durch seine Trennung vom Baum durch Königin Elisim geschwächt war, schaffte ich es, ihn zu töten. Aber es ist nicht vorbei. Er hat noch immer meine Seele und vielleicht war das auch der Grund, warum ich von ihm in die Hölle mit in die Hölle gezogen wurde. Vielleicht war es die Macht des Baums oder etwas anderes, ich weiß es nicht. Aber jetzt bin ich in der Hölle und habe nur noch eine letzte Chance, Irenikus endgültig zu besiegen und mir meine Seele zurückzuholen. Hier muss es enden, auf die eine oder andere Art. Ja, Aufgaben habe ich keine mehr im siebten Kapitel. Im achten habe ich gerade auch keine. Ich habe aber einen Tagebucheintrag. Kapitel 8. Es beginnt.
Noch bevor ich sogar den Salar verlassen habe, habe ich bereits die Geschichten gehört, die aus allen möglichen Richtungen eingetroffen sind. Geschichten von zahllosen Armeen, von Städten, die zerstört werden, um einen einzigen Magier zu vernichten. Von Tod und Zerstörung entlang der ganzen Schwertküste. Alles dreht sich um die Baalbrut. Sie werden gejagt oder jagen einander. Egal wie der Fall auf einem bestimmten Ort gelagert ist, dort wo sich ein Kind Baals zeigt, kommt es kurz darauf zu Gewalttätigkeiten. Furcht und Panik verbreiten sich wie ein Lauffeuer und selbst Unschuldige, bei denen nur vermutet wird, dass sie mit der Essenz Baals verseucht sind, werden aus ihrer Heimat vertrieben oder getötet. Selbst die Länder der Elfen sind von diesem Wahnsinn nicht gefeilt. Ich habe die Erleichterung verspürt, die die Elfen empfunden haben, als ich die Stadt verließ, die ich noch kurz zuvor betreten gerettet hatte. Zumindest Elysin gab mir noch einen Ratschlag mit auf dem Weg. Es gibt einen Bereich im alten Elfenwald, in dem sich uralte Ahnengeister der Elfen befinden. Diese Geister sind an riesige Gestalten aus Steinen gebunden. Selbst die Elfen können sich nicht erinnern, wann sie angefertigt wurden. Es ist ein heiliger Ort, den normalerweise nur Angehörige des elfischen Adels betreten dürfen. Elysin hat mir jedoch gestattet, die Richtung zu betreten. Vielleicht kann ich von dem Wissen profitieren, das ich dort erhalte. Ich bin allein dorthin aufgebrochen. Keiner der Elfen wird in meiner Nähe sein, obwohl dieser Ort angeblich einsam und abgeschieden ist. Ich bin mir doch sicher, dass ich auch dort nicht in Sicherheit sein werde. Ich sollte meine Waffe schärfen, meine Rüstung anlegen, mit allem rechnen. Ja, das ist halt der Standardtext, wenn man Todes Baals mit einem Import-Charakter oder einem neuen Charakter anfängt. Wir sind halt jetzt nicht alleine, wir haben noch unsere ganze Gruppe bei uns. Und wir haben Bowen mit einem Level up, das machen wir doch mal gleich. So. Stufenaufstieg. Rettungswürfe reduziert, ETW. Magierzauber 1, 7 und 8 endlich mal. Ein Trefferpunkt und Sagenkunde. Magierzauber. 6. Todeszauber finde ich eigentlich immer wieder nett, also kriegst du den noch einmal. 7. Finger des Todes. Regenbogenstrahl. Ah, der Regenbogenstrahl ist eigentlich auch ganz nett. Begrenzter Wunsch. Wunsch ist kann die Existenz nicht ein. Ja, ja, nö. Finger des Todes. Und hier Symbol Tod wäre nicht schlecht. Symbol der Furcht. Scheuser beschwören nicht unbedingt. Abscheuliche Austrocknung. Sichtweite des Zaubern. Rettungswurf ein halber. Den Rauschuss für halben Schaden zu. Ja, den packen wir mal rein. Und auf 8 können wir leider noch nichts. Kein Zeitstopp, was beide beherrschen. Harry beherrscht sogar Tor, was ziemlich nett ist. Oder Meteoritenschwarm. Harry beherrscht noch nicht mal einen Zauber der 8. Stufe. Woher kann sie dann eigentlich... Konnte sie eigentlich Machtwort Tod... Oder wurde das im Todesbad jetzt auf die 8. Stufe verschoben? Symbol Tod. Ach nee, halt, sie kann's hier. Ja, das ist praktisch, wenn man auch noch Priesterzauber hat. Und da ist sie sogar schon auf der letzten Stufe. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Schwierigkeitsgrad wieder hochstellen. Keine große Herausforderung. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper... Das Land der Prophezeiungen dreht sich ohne Unterlass. Und Rurions Schützling ist gekommen. Zu den Kreuzwegen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jener, der vorausbestimmt, jener, der Akuren. Ja, ich hoffe, man versteht, dass die Grillen zirpen doch etwas laut hier gerade. Das, was vergangen ist, ist niemals wirklich vergangen. Die Geschichte wiederholt sich, obwohl es die Sterblichen nicht sehen wollen. Krieg und Blutvergießen sind nichts Neues in den Reichen.
Und dein Gott, der einst war, könnte wieder sein. Ja, indem er einfach seinen Platz einnimmt. Armeen marschieren und Städte brennen. In den Flüssen strömt brodelnd das verderbte Blut. Die Leichen jener, die nicht unschuldig geboren wurden, nähren das Inferno des tosenden Hasses.